Die Zahlen 1, 1, 1, 2, 3 und 3 sind jeweils auf den Seitenflächen von zwei gleichen, perfekten Würfeln abgebildet. Wie hoch ist die Chance, zwei ungerade Zahlen zu erhalten, wenn die beiden Würfel gleichzeitig einmal geworfen werden? Bei einem üblichen Würfel haben wir diese sechs Möglichkeiten. Bei einem unserer speziellen Würfel haben wir diese sechs Möglichkeiten. Bei zwei üblichen Würfeln erhalten wir diese Tabelle mit sechs Zeilen und sechs Spalten. Jedes Mal, wenn wir zum Beispiel hier eine 2 erhalten, schreiben wir die 1 darüber. Wenn wir zum Beispiel eine 4 erhalten, dann schreiben wir die 2 darüber und so weiter. So entsteht diese Magenta 36er Tabelle. Wir brauchen jetzt nur nachzuschauen, in welchen Zellen die zwei Ergebnisse ungerade sind. Das ist in diesen blauen Zellen der Fall. Die gefragte Wahrscheinlichkeit beträgt also 25 günstige Fälle auf insgesamt 36 möglichen Fälle. Und demzufolge ist Antwort D die richtige.